So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prison Architect mit mir, dem Lufo. Und wieso? No Root? Willst du mich natzen, Alter? Du kannst hier doch vorbei. Wie No Root? So. Und wir wollten diesen ganzen Zellenblock hier durchsuchen lassen. Search Cell Block. Sind die Leute jetzt eigentlich generell auch nicht mehr interessiert am Foundation Education? Doch. Weil ich glaube, wenn die suppressed sind, dann haben die alle keinen Bock mehr auf Education. Von daher. So, das hier ist natürlich immer ein Problem. Oh. Noch mehr Tunnel. Das heißt, wir sollten auch den Zellenblock hier durchsuchen. Das ist natürlich irgendwie ungeil. Oh, da hat der erste einen Escape Rope gebaut. Ja, es funktioniert dann also zumindest mit den Escape Ropes. So wie es aussieht. Und man merkt auch, je größer das Gefängnis wird, desto größere Probleme hat man hier, alles einigermaßen in Ordnung zu halten. Aber es sollte ja klappen einigermaßen. Von daher. So. Hier bauen die jetzt die ganzen Sachen. Ich lasse die jetzt erstmal hier alles fertig bauen, sodass das alles erstmal gemacht ist. Und dann verlege ich die ganzen Kabel und den Kram, weil ich habe kein Problem oder keinen Bock, dass jetzt irgendwie mir hier irgendwas dazwischen fummelt die ganze Zeit. Okay. Ich brauche dringend wieder Kohle. Und das ist natürlich auch ungeil, weil jetzt natürlich, konnte man das dann sehen, Valuation, Penalty, Deaths, minus 50.000, Alter, da hat mir einer eine Snitch umgebracht. Wie läuft's eigentlich bei den Snitches hier oben? Soweit ganz gut, so wie es aussieht. Wir könnten euch mal ein paar Telefonhörer hier reinmachen, oder? Was wird davon gehalten? Employment. Hier ist alles mit Snitch. Sehr gut. Baum, baum. Die haben jetzt eine halbe Stunde, um hier fertig zu fressen. Das sollten die aber eigentlich schaffen, oder? Wer hat jetzt kein Essen gekriegt? Ist es hier? Wer hat nichts gegessen? Clothing. Family, Recreation, Comfort, Bowls, Bladder. Food. 10 Prisoners. Na, das könnten die hier sein, ne? Food. Food, food. Der hier ist ziemlich am Arsch, so wie es aussieht. Aber ich meine, ich muss hier wohl das Essen hinliefern können, oder? Ja. Oder soll ich lieber von hier aus? Nee, es scheint mir, als ob das okay sein sollte. So. Was haben wir hier für Attribute bei den neuen Gefangenen? So wie es aussieht, noch nichts. Wir haben auch nicht wirklich dicke Coverage oder sowas. Also unsere ganzen Typen hier decken nicht wirklich ein großes Gebiet ab. Hm.
Wir brauchen wohl auch einen dickeren Shop sozusagen. Weil alle scheinen nicht genug von den Luxury-Teilen abzukriegen. Und ich meine, ich sehe auch irgendwie nie, dass da Leute anstehen oder sowas. Oder dass Leute da wirklich hingehen und irgendwas kaufen. Doch, da stehen jetzt zwei und wollen was kaufen. Und der hier verkauft jetzt was, oder was? Ah, siehst du? Okay, der verkauft da Scheiß. An die Typen. Der hier verkauft also die ganze Zeit Kram. Dann ist es auch der, der wahrscheinlich zu wenig abkriegt, oder? Nur 72 von 100 haben den Need fulfilled, sozusagen. Das ist aber irgendwie nicht so geil. So. Schritt 2 wäre dann bitte das hier. Nein, wir haben kein Geld. Das ist natürlich nicht so krass. Wie kein Geld, Alter. Dafür muss ich wohl Geld haben. Leck mich doch. Wie viel brauche ich dafür? Kein Geld, Alter. Lächerlich. Insufficient Funds. Wir brauchen dafür 130. Okay, da geht doch. Gut. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier wieder Zellen draus, dass wir mehr Prisoner kriegen am nächsten Tag. Ich versuche bis dahin die Kantine noch einigermaßen hinzubekommen. So. Das mit dem Geld ist echt suboptimal. Money in 18.000. Wir geben aber 14.000 aus für einen Scheiß. Unser Staff ist zu teuer, Freunde. Up for parole. Three prisoners due for release. Ah, da kriegen wir wieder Kohle rein. Da kriegen wir wieder Kohle rein. That is nice to know. So. Kann ich jetzt hier klonen? Komm, mach hin. Ist jetzt fertig. So. So. Da sollte das alles stimmen. Hier können wir dann ganz kurz die Rooms wieder deklarieren, sozusagen. Hoffe, jetzt hat mir wieder nicht hier alles verdreht. Nee, gut. Gut. Das hier bitte lock open und lock open. Nummer 2 brauchen wir natürlich wieder diese Dinger hier. Ich mach mal. Insufficient Funds. Ja, leck mich doch fett. Okay, dann gehen wir halt erstmal nur auf Strom und so weiter. Wir haben echt keine Kohle dafür. Es ist krass, Alter, wie viel Kohle hier rausfliegt die ganze Zeit. Five prisoners up for parole. Wait for funds, Alter, diese Scheiße mit dem ganzen Gewarte hier geht mir mega auf den Pimmel. Ne? Naja, dann müssen wir wohl für Geld warten, so lange. Oder auf Geld warten. Es wurden 6 Gefangene entlassen.
Das hat mir zwar Geld generiert, aber es generiert mir dann sozusagen über den Tag hinweg weniger Geld. Auch wenn die entlassenen Gefangenen wahrscheinlich trotzdem mehr Geld wert sind als die, als das generierte Geld. Wir sind fast eine halbe Million wert mittlerweile sogar. Ich könnte Anteile verkaufen, aber das wird dann nur sauteuer, die zurückzukaufen. Deswegen lasse ich das mal lieber bleiben. So. Die ganzen Böden und so weiter sind, glaube ich, auch nicht gerade billig, ne? Oh, du wurdest gecasht, Alter. Yo. Okay. Ach genau, das hier habe ich schon erledigt. Da würde ich sagen, können wir das wieder ausmachen. Und dann, wenn die Leute hier in den Lockup übergehen, dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen Shakedown. So. Fünf Escape Ropes sind hier sogar drin in dem Gefängnis. Aber mal sehen, was hier alles gefunden wird. Ich zoome mal hier so ein bisschen. Alter, das ist. Da kriegt man ja Epilepsie, wenn man das sieht hier. Shakedown underway. Ja, Freunde. Das dauert jetzt wahrscheinlich eine Weile. Ich trinke erst mal einen Schluck Kaffee und gucke mir das mal an, was hier alles gefunden wird. Es war mal interessant, wie viele von den Gefangenen am Ende in der Solitary landen. So wie es aussieht, noch nicht so viele. Haben wir irgendwelche? Ne, haben wir nicht. Der eine hat fast 50% gecovert. Sieben Escape Ropes. Oh, da versuchen welche rauszukommen, ha? Da versuchen echt welche rauszukommen hier am Ende. Acht Escape Ropes. Gibt's hier eigentlich. Wie sieht es aus mit der Policy? Tools. Erzählen Escape Ropes zu Tools? Ich könnte das hier noch niedriger machen. A prisoner has a reoffending rate less than this value. They will be released at the end of the parole hearing. Okay, 10%. 9 Escape Ropes, Alter, da versuchen welche, glaube ich, ganz schön hart rauszukommen. Hier sind echt alles Mögliche. Löffel sind, glaube ich, zum Graben. Sägen sind wahrscheinlich auch zum irgendwie rauskommen. Hammer und Bohrer und so Kram. Das ist alles Escape-Zeug, ey. Kann ich hier sehen, wo, hier sind Escape Ropes geklaut worden. Traded. Die traden auch noch den ganzen Shit. Alter Vater. Okay, 7 Days. Krasser Shit. Dangers. Ja, hier kommen die eh nicht rein. Shotgun, Gun, Taser. Rifle, Jail Keys, Baton. Ne. Aber dass sie hier, dass meine Typen das nicht merken. Scissors. Da muss ich echt aufpassen hier. Ich glaube, hier sollte erstmal eine Maßnahme ergriffen werden, wa? So. Objekte. Weil die traden das hier außen und dann vielleicht verstecken die das dann irgendwo oder so. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal. Kein Geld, das geht mir auf den Sack. $1000 brauche ich dafür, alter Vater. Okay, bald haben sie alles. Eins noch. Tut. Nice. Da wurde das Gefängnis gerade mal fett aufgeräumt, Alter. Das gefällt denen nicht. So, 1000.
Das gefällt denen mal gar nicht, kann ich sagen. So, Utilities. Versuche ich mal. Ich habe echt null Kohle. Das heißt, ich muss mich jetzt mit dem Geld, was ich von dem Prisoner Intake bekomme. Opa, was denn da los? Muss ich jetzt hier das hier schaffen hinzukriegen? So. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste hier, die Küche. So. Dann müssen wir gucken, was wir hier für Gefangene reinkriegen. Deadly Social. Da ist schon mal ein Ex-Law Enforcement. Wer ist Ex-Law Enforcement? Du? Ex-Law Enforcement. Protective. Für dich gibt es keinen General Pop. So. Gut, bevor ich jetzt hier weitermache, Armed Guards hier. Ne? Du gehst dahin. Und dann hier kommt. Wie überall sonst auch mit den Hunden. Und dann brauchen wir noch Strom hier drinne. Und Wasser. So. Ups. Ich kann das hier ja weiterlaufen lassen, so lange. So. Und da wird die Folge auch gleich enden. Ich werde das hier noch fertig einmalen sozusagen und dann muss ich mich leider auf den Weg begeben. Ich nehme später weiter auf. Ich muss aber noch kurz zum Arzt und so und deswegen werde ich mich jetzt demnächst auf den Weg machen. Ups. Weil sonst komme ich zu spät und da habe ich keinen Bock drauf. So. Ich lasse jetzt erstmal das bauen und dann wird der Yard später gebaut. Boah, ich bin krass müde. So. 8000 am Tag. Damit kann ich doch leben. Parole. Hier sitzt alles voll mit Parole. Wie viele haben hier Parole gerade? 12 Prisoners up for parole. Hat er irgendwelche reoffended? 3 days without incident. Kann ich hier sehen, was der für eine Reoffendent Rate hat? Experience, none. Recent Misconducts. Ich kann hier aber nicht sehen, was seine wie heißt es? Reoffending Rate ist, oder? Suppressed. Program Parole Hearing. Regime Sleep Work. Exercise Class Free Time. Mood good. Okay. Estimated Chance 11%. 2. Ja, du hast eh fast deine ganze Zeit schon abgesessen. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's dann von dieser Folge. Leider ein bisschen kürzer, weil ich zum Arzt muss. War aber leider kürzer. Ja, komm, scheiß dich nicht ein. Ist 1 Minute. Oh, da gehen welche. Da gehen welche. Da kommt jetzt nochmal das Geld rein. Das nehme ich jetzt noch mit. Und dann war's das von dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Oh, Geld. Ciao. Ey Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Links findest du einmal mein letztes Video und einmal eine Empfehlung von meiner Community. Wenn du den Kanal unterstützen möchtest, kannst du natürlich auch gerne abonnieren, um nie wieder ein Video zu verpassen oder mir bei Twitter folgen, um immer up to date zu bleiben, was ich so mache. Und ja, ich denke, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao.